Heute reden wir über drei Möglichkeiten, wie man die Performance seiner Webseite erheblich steigern kann. Und mit Performance meine ich jetzt nicht die Ladegeschwindigkeit, sondern tatsächlich die Eintragungsraten in den Newsletter, die Verkäufe im Shop und so weiter. Das sind drei ganz einfache Dinge, die man machen kann, die eine wirklich erhebliche Auswirkung darauf haben, wie gut die Webseite funktioniert. Der erste Punkt ist, auf Spielereien zu verzichten. Gerade wenn man die Webseite von einem Designer machen lässt, dann kommen da häufig Karussells, Slider, Animationen, Parallax-Effekte und diese ganzen Dinge zum Tragen. Die lenken den Nutzer aber nur ab, sehen zwar schön aus, aber unterstützen die eigentliche Funktion der Seite nicht. Und das führt dann letztlich dazu, dass die Seite nicht so gut funktioniert, wie sie sollte, weil die Nutzer von den Bling-Bling-Elementen abgelenkt sind. Der zweite Punkt ist, sich mit den Farben zu reduzieren. Jede Firma hat normalerweise eine Firmenfarbe und die anderen zwei Farben, die auf der Webseite dominant benutzt werden, ist schwarz und weiß. Also Firmenfarbe, schwarz und weiß. Wenn man diese drei Kombinationen benutzt, hat man eine Seite, die dezent und schlicht aussieht und da dann auch der Fokus tatsächlich auf dem Conversion-Element liegen kann. Das sorgt dafür, dass man den Nutzer gezielt auf der Seite führen kann, ohne dass er durch bunte Elemente zu stark abgelenkt wird. Der dritte Punkt ist, dass man die Buttons in einer starken Kontrastfarbe setzt. Das heißt, dass wenn meine Firmenfarbe grün ist, dann habe ich schwarze Schrift, grüne Überschriften und weißen Hintergrund. Und dann nehme ich ein Orange oder ein Gelb oder ein Rot für die Buttonfarbe, damit die auf jeden Fall ganz stark im Kontrast zu allem Übrigen auf der Seite stehen und dem Nutzer gut ins Auge fallen. Und bitte auf Ghost-Buttons oder solche Halb-Buttons verzichten, sondern komplett ausgefüllte Buttons nehmen, die eine Füllfarbe haben und das sich auch durch die ganze Seite durchzieht. Also nicht auf einer Seite mal grün, auf anderen Seite gelb und auf nochmal einer anderen Seite dann orange nehmen für die Buttonfarbe. Und das hat schon einen enormen Einfluss auf die Performance der Seite, dass sie dann wirklich das erreicht, was sie erreichen soll. Also nochmal zusammenfassend. Auf Spielereien wie Slider, Karussells und so weiter verzichten. Farben reduzieren auf das Minimum. Schwarz, Weiß und Firmenfarbe. Und eine Kontrastfarbe verwenden für den Button und Buttons immer voll ausgefüllt lassen, damit man diese schnell sieht und die einem auch ins Auge springen. Und das war's. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und bis morgen.